Moin Moin und ganz ganz liebe Grüße von mir. Heute gibt es mal wieder ein Nordsee-Video. Ich liebe die Nordsee, ich liebe Cuxhaven. Ich habe heute eine blöde Wattwanderung gemacht und es war wirklich vom Wetter her grandios. Also absolut toll, kommt mit. Jo, und wer sich wundert, warum das mitten im Watt losgeht, es gibt auch noch einen Teil 1. Ja, und im Teil 1 sind wir losgegangen von Dun und wir sind gegangen auf einem offiziellen Wattwanderweg, so möchte ich es mal nennen. Also, wir sind den Priggenweg entlang gegangen. Muss man sich so vorstellen, das ist Buschwerk. Dieses Buschwerk, das steckt im Watt und ja, das dient eben einmal natürlich für Wattwanderer als Wegmarkierung, aber eben auch für die Wattwanderwagen. Und ja, ich muss sagen, von der Wesermarsch kenne ich das so, dass diese Priggen, diese Wegmarkierung, dass das junge Birken sind. Hier ist es aber Buschwerk. Ich glaube aber, im Laufe des Videos sehen wir noch so eine Prigge. Und wenn man hier guckt, hier kommt wie bestellt natürlich auch dann gleich der erste Wattwanderwagen. Ich finde, sieht mega, mega klasse aus. Und mit Argusauge sieht man vielleicht, der orientiert sich auch an diesen Priggen. Also, wenn man so geradeaus guckt, dann kann man erahnen, da steckt was im Watt. Und ja, das sind eben die Priggen. Und hier der Pferd, gleich sieht man es auch noch, wirklich an einer ganz flachen Stelle, also taktisch über den Priel rüber. Das vielleicht auch noch so, also ich bin erst Richtung Hamburgisches Wattenmeer gegangen, also Richtung Neuwerk. Und da sind doch relativ viele Muscheln im Wasser. Nun machen wir meinen, ja, man kann ja gut kicken und aber es ist wirklich so, bloß nicht barfuß gehen. Ganz schnell, wenn Wind aufkommt und dann kann man im Priel auch nicht mehr bis auf den Boden gucken. Wenn man einmal in so eine Muschel tritt und dann blutet, dann ist der Spaß vorbei. Von daher, ich nehme immer Turnschuhe, alte Turnschuhe und die werden dann nachher immer durchgewaschen. Das sind so meine Wattwanderschuhe. Auf jeden Fall, das nur so, also bloß nicht barfuß gehen, das kann schlimme Verletzungen geben. So, wir gehen jetzt, ja, grobe Richtung, sage ich einfach mal, Kugelbarke, wobei mein Ziel, ja, war die Rettungsbarke 1. Da habe ich aber ziemlich schnell gemerkt, die war noch gar nicht aufgebaut. Hier übrigens mal so Stadtbusch, so eine Buschprigge. Und hier sieht man eben auch, klar, das sind geniale Wanderwege, aber die genialen Wanderwege sind nicht immer begehbar. Immer nur ein paar Stunden am Tag. Und wenn wir unter Wasser stehen, dann ist eben nichts. Ja, es geht also Richtung Leitdamm. Es geht Richtung Kugelbarke. Der Leitdamm, um das kurz zu umreißen, das geht von der Kugelbarke auch Richtung Neuwerk. Das ist ein künstlicher Damm, ungefähr 10,5 Kilometer lang. Das sind ganz viele Steine und ich denke ungefähr so 5 Meter breit ist der Leitdamm. Mit diesem Leitdamm wollte man eben das Elbfahrwasser sowohl vertiefen als auch verhindern, dass das Watt so nach draußen getragen wird. Rund um den Leitdamm gibt es aber richtig fiese Strömungen, auch Unterströmungen. Von daher, um Gottes Willen, bloß nicht da mal auf die Idee kommen, schwimmen zu wollen. Das ist lebensgefährlich, das geht nicht. Und auch das Wattwandern ist damit Vorsicht zu genießen. So, jetzt lasse ich erstmal die nächsten knapp 2 Minuten die Wellen sprechen und dann melde ich mich wieder.
das einfach nur wunderschön. Ganz, ganz klasse. Unterwegs. Ja, heute, ich finde es besonders schön, man sieht das da hinten, das Containerschiff, das ist im Dunst, also es ist einerseits ja blauer Himmel, andererseits sehr dunstig, absolutes Niedrigwasser. Aber durch den Wind so ein paar Wellen sind hier doch und macht einfach Spaß hier im Watt zu sein. Hier übrigens im Bild die Wasserschutzpolizei. Also das Schiff sieht man sehr oft in Cuxhaven. Ja, es ist gerade so ein klein wenig windstiller. Da beginne ich einfach mal mit dem Fazit. Ja, heute Morgen lange mit Herrn Muck spazieren gegangen, noch am Fördersee. Also eigentlich bin ich zu spät hier an die Küste gekommen, gefahren. Aber ich kann nur sagen, jede Minute absolut genossen, mega, mega. Also vor allen Dingen das Licht, fantastisch. Ich zeige das mal so ein bisschen. Also hier Cuxhaven, die Silhouette, man sieht ja nichts. Also es ist noch immer sehr, sehr dunstig. Es ist jetzt nicht warm, das kann man nicht sagen, aber die Sonne hat Kraft, also man friert auch nicht im Watt. Und ja, ich sag mal so, bis auf ein ganz paar hartnäckige Wattwanderer, ich glaube, ich habe, wenn es hochkommt und das von Weitem, 10 Leute gesehen und das an einem Sonntag. Ne? Also Wahnsinn, hat mal wieder mega, mega viel Spaß gemacht. Also nur fantastisch, das Cuxland. Ich glaube, ich werde jetzt da, also da wollte ich eigentlich hin. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, die Kugelbarke, die ist richtig im Dunst. Beim Hingehen habe ich schon ordentlich gemerkt, dass die Priele mehr gefüllt waren, als sie hätten sein sollen, sage ich jetzt einfach mal so. Also das heißt, ja, da hätte mehr und weniger, also mehr Niedrigwasser, weniger Wasser sein müssen. Jetzt ist ungefähr in 20 Minuten ist der tiefste Punkt, also dann ist absolutes Niedrigwasser. Und ich will heute aber rechtzeitig zurück an Land, weil ja, so formidable war das sowieso nicht zum durchs Wasser gehen. Und wenn dann aber das Wasser mit Macht reinkommt, das will ich nicht erleben.
Jo, das vielleicht noch als Hinweis, Erläuterung, wie auch immer. Also, wenn der Wind so ist, wie er heute war, und das Watt nicht richtig trocken liegt, das heißt, wenn man die ganze Zeit durchs Wasser gehen muss, da dauert wirklich, ungelogen, Viertel mehr Zeit, muss man einrechnen. Das ist so. Ne? Das wirkt jetzt lächerlich, aber es ist wirklich so. So, und ich habe einmal natürlich den Strand gezeigt, aber zum Abschluss des Videos gibt es nochmal eine Weltentour. Ich sage ganz, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Video. Alles, alles Gute, bleibt gesund und ciao.